Darf ich live Werbung für unseren Pferdeschrank machen? Nein. Moin Mädels. So? Heute geht's um diese schönen Dinger. Das da und das da. Zufällig die gleichen, nur ein bisschen anders gefärbt. Das sind die neuen Army Armament R17 Modelle von Begardi. Also bei Begardi gekauft, ne? Die wird es sicherlich auch noch irgendwo anders geben. Die wollen wir heute mal ein bisschen vorstellen. Und weil wir die auch schon gespielt haben auf dem Spielfeld und gemerkt haben, dass die halt scheiße schießen, machen wir hier gleich ein Präzisionstuning rein. Die hier gehört Flo, das ist meine. Zwei gleiche Pistolen, unterschiedliche Präzisionstunings. So, dann müssen wir uns gleich mal auswählen, wer welches Tuning bekommt. Ich weiß, dass Flo, es ist eigentlich egal, aber er favorisiert, glaube ich, trotzdem das Poseidon Striker Kit. Und mir ist es wirklich egal. Ich habe keinen Favoriten. So. Björn ist einfach nur heiß auf das Ergebnis. Und noch so, ja, auf jeden Fall. Ey, das liegt hier schon seit 3 Tagen und wir mussten uns echt zusammenreißen, dass wir das nicht von vorher mal kurz einbauen und testen. Als Erstes würde ich sagen, wir gehen rüber zum Chrono. Oder soll ich sie erstmal vorstellen? Ist halt ein Glocknachbau. Ohne Markings, mit einem bisschen hier, ein bisschen geänderten Schlitten. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Und insgesamt fühlt sie sich nicht ganz so geil an, sag ich mal, wie so eine VFC, ne? Die VFC fühlt sich schon insgesamt ein bisschen besser an. Aber sonst, man sieht eigentlich fast keine Unterschiede. Was ziemlich geil ist, der Paul, der hat die G19. Und hat sich, weil die Magazine so teuer sind und er noch ein paar Magazine von WE, ich glaube er hat eins von WE und eins von KJ Works. Beide Magazine passen zwar hier rein, aber du musst so bei dem letzten, also in die VFC jetzt, ne? Du musst aber bei dem letzten bisschen hier so, musst du ein bisschen doller drücken, damit das dann wirklich einrastet. Also noch doller als ich jetzt hier, ne? Mit dem Originalmagazin. Und dann hast du halt auch noch das Problem, dass hier dieses das Gummi zum Nozzle abgerundet ist und bei den Original WE und KJ-Works Magazin ist das halt gerade. Paul hat sich da irgendwie Abhilfe geschafft mit Lelex-Gummis, die er sich hier reingebaut hat in das WE Magazin zum Beispiel. Und dadurch konnte er das ein bisschen dichter machen, ne? Also die Glock-Spieler wissen, denke ich mal, was ich da meine. Die funktionieren damit eigentlich ganz gut. Aber zum Beispiel funktioniert der Schlittenfanghebel nicht richtig. Also wenn das Magazin leer ist, dann bleibt der Schlitten nicht richtig hängen. All so eine Kleinigkeiten, die mich zum Beispiel stören würden, wenn ich die jetzt hier spielen wollen würde mit einem WE-Magazin. Und da ist das Geile, dass die von dieser R17, die Magazine, die sitzen hier richtig sauber drin, haben ungefähr ähnliche Kraft und es funktioniert alles. Schlittenfanghebel funktioniert. Es klappt alles. Und jetzt gerade heute gucke ich online. Da sind die Magazine drin und kosten, glaube ich, 16,90 Euro oder sowas. VFC-Magazin 50 Euro. 16. Was kaufe ich mir da bloß? So, was jetzt genau passiert bei VFC und bei der Army Armament mit den unterschiedlichen Magazinen. Das sehen wir gleich am Chrono. Dann machen wir noch einen kurzen Schusstest, aber also ohne die. Das ist nur für den Chrono kurz zum Zeigen. Schusstest mit den beiden Dingern, aber mit 32ern. Dann bauen wir die Teile ein und machen wieder einen Schusstest. Und nochmal kurz Chrono, um zu gucken, ob es vielleicht stärker geworden ist. Ja, mit den Serienteilen testen wir beide, weil die hier ist komplett Stock. Aber Hop-Up komplett reingedreht und schafft es keine 32er zu hoppen. Die schafft es auch noch nicht mal 23er zu hoppen. Also nicht vernünftig. Ja, echt jetzt. Kein Scheiß. Ich habe schon sauber gemacht und trockengelegt und so. Und Flo hat hier schon ein Maple Leaf Gummi in die Original Hop-Up Unit eingesetzt und den Arm ordentlich zurechtgebogen. In der Hoffnung, dass das Maple Leaf Gummi irgendwie gerade runtergedrückt wird und vor allem auch stark genug runtergedrückt wird. Ich bin sowas von gespannt. Jetzt kronen wir erstmal schnell, ne? Komm. Ne? Ist er die gerade nicht, oder was? Also
VfC Glock R17 Magazin. Nicht schlecht. Ja, super. Alter, was ist denn das jetzt? Das schmeißt du raus. Ja, klar. So, VfC Glock R17 Magazin. Alter, das gibt's doch nicht. Das hat einwandfrei funktioniert. Wie jetzt in der Glock ist Eis drin oder was? Das brauchst du jetzt gar nicht so doof mitfehlen, du Arsch. Ich finde auch gut, dass wir solche Problematiken aufzeigen. Ja, ja. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hoffe, er ist mitzufrieden. Was denn, ist doch das, was die Leute sehen wollen. Ich bin froh, dass ich nicht das Propangas drin habe. Also, wir sind jetzt 32er, ne, mit dem Stock-System. So, jetzt Floß Maple Leaf Drückerblech Verbiegungsmod, nicht Mob. Ist ja kein Mobs. Ich habe schon wieder ein Bier zu viel getrunken. Gut, ein bisschen ungleich wird's hier gehoppt, ne? Siehst du das? Bisschen overhoppt. Ich habe nichts gesehen, ich habe aufs Display. Gut, du hast nichts gesehen. Aber man erkennt auf jeden Fall schon mal, dass die Kugeln weiterfliegen damit. Ja, also es schafft problemlos, 32er zu hoppen. Ist nicht ganz so konstant und hat einen leichten Linksdreh. So. Ja. Also auch scheiße. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier mal alles schick. Willst du das jetzt überhaupt machen? Merkst du denn schon? So, das, worauf ich am Ende drauf zeige, das ist dann das, was du nimmst, oder was? Wir machen jetzt mehr Ene Mene Mopel. Mene Ene Frist. Ene Mene Mopel. Oder andersrum. Was? Ene Mene Mopel. Ene Mene Mopel. Was? Nein, ja, da wo du drauf zeigst, ist... Nimmst du das oder ja, nehme ich das? Das ist. Meinst du nicht die gegenüberliegende Seite? Also das, was auf der anderen Seite ist? Also ich sage ja am Ende und du musst gehen. Also müsste ich ja eigentlich das andere dann nehmen. Und nicht das, worauf ich drauf zeige. Und ganz wichtig, wo fange ich an? Da oder da? Mann, da wo du drauf zeigst, das nimmst du nicht. Das nehme ich nicht, genau. So, und jetzt nehmen wir eine Münze. Hat wer eine Münze? Da drin. Hannes Portemonnaie. Hannes hat immer Geld. Hey, Hannes ist der reichste Student, den ich kenne. Erstmal aufklappen, die Scheine rausnehmen. Ja, hier die schwarze Kreditkarte, Alter. Das passt sogar. Hier ist ein Kopf drauf. Von der Holländer. Hollemüs. Nee, das war schwedisch. So, Kopf ist das und Zahl ist das. Okay? Okay. Auffangen und auf den Hand drücken? Okay, das ist mir zu viel. Kopf. Also gut, fixe damit da fange ich an. Gut. Ene, mene, Mopel, wer frisst Popel, süß und saftig, eine Mark und 80, eine Mark und 10 und du musst gehen. Ich krieg Maple Leaf. Altbewährtes. Was war das? Wie war's denn das? Das war Oldschool ausknobeln, was los? Kennst du das nicht? Nein. Ne? Nein, noch nie gehört. Das ist aus unserer Jugend. Aber wenn du schon mal hier bist, dann kannst du dein Poseidon-Kit auch gleich selber einbauen. Oh, das ist bestimmt total schwer. Wir machen jetzt so ein Pack-Opening, also du musst das ganz... ganz lang. Pass auf, ich mach das auf. Oh, nein, halt! Das ist weg. Flup. Hörst du das? Na gut, noch nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich mach das schon, keine Sorge.
Scheiße. Ja, ich hab schon Ideen, ja. Oh, crazy Jet. Deins ist schon zusammengebaut, ey. Das nein. Ist voll unfair. Oh, guck mal, wie gut die blaue Hop-Up-Unit da reinpasst. Alter, der ist gar nicht. Der ist eigentlich rot auf den Bildern. Ihr wollt ein rotes Teil. Gib mir mal ein Kreuzschiss, bitte, ein kleines. Ich bin mit deiner Ordnung überfordert. Fertig. Ja, ja. Oh, Alter. Hm? Da krieg ich nervöses Augenzucken. Mehr Spiel? Ich glaube, das liegt an dem Schniepi. Der ist nämlich an der Poseidon nicht dran. Leck mich, der ist bei mir auch nicht dran. Ja. Alter, du hast voll viel Einstellweg. Nee, sicher. Ich habe auch das bessere Kit. Alter, feinstes Maple Leaf Tuning. Mir geht sowas von einer ab. Okay, ich kann das Verstellregeln nicht bewegen. Oh, das sollte ich vielleicht auch mal kontrollieren, ne? Was ist denn hier los? Warum? Was ist denn? Ich möchte bitte... Also ich glaube, ich kann schon mal festhalten, dass das kein Einbau-Guide-Video wird. Warum? Alter, willst du mich verarschen? Alter, das ist letztes Mal schon. Kommt nicht mit ins Video. Ach, da kannst du aber sowas von rausschneiden. Ah, Fingernagel. Oh, mein Anstellrädchen lässt sich drehen. Also ich muss jetzt den O-Ring weglassen. Dann kann ich drehen. Hast du hier die Poseidon-Unit, ne? Die läuft mit Rasten. Wie geil ist das denn? Agede! Hast du den Springride richtig reingesetzt? Als Maul. Voll machen. Seitdem ich hier mit meiner rumspiele, bist du die ganze Zeit damit am Auffüllen. Das stimmt wohl, deswegen lass du auch zu dem. Alter, wie soll ich danken? Nee. Ja, Alter, du hast dich am Anfang noch angestellt. Jetzt komm her, hier. Ja, jetzt kannst du die Wahrheit nicht ertragen, ne? Ja, okay. Ja. Ich hab Flo's Gas geklaut. Bestimmt. Wie oft? 100 Mal? Wir wollen Testschüsse machen und Flo braucht wieder ewig. Film das nicht! Scheiß Der Eiferschütze muss aber schießen. Der Eiferschütze. Oh. Der trifft doch noch nicht meine Zwiebel. Ja. Ja? Was denn? Kommt er von der Seite, das ist die Nase so ins Bild. Bist du jetzt fertig? Ja, wieder 32er, meine Knarre, Maple Leaf Unit. Voll over. Hä? Ah, jetzt. Ich hoffe, man sieht das alles in dem Video. Voll übel. Die erste ist Overhop und die nächsten fliegen eigentlich ganz gut. Man merkt richtig, wie schwach die auf einmal wird und dann schafft es auch gar nicht mehr zu hoppen richtig. Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen auch mehr an der Knarre. Nächste, Floß mit der Striker, nachdem wir da 5 Stunden herausfinden mussten, weshalb sich das Hop-Up immer wieder verstellt hat. Habt ihr es denn herausgefunden? Haben wir herausgefunden, kommen wir gleich zu. Zeigen wir nochmal. Gas. Schon wieder. Du bist viel zu stark angestrahlt im Gegensatz zu Flo. Ich bin halt voll der Weiße. Julian der Weiße. Show yourself! So, und zwar, das Rädchen hier, das ist ja, das kennt jeder. Jeder, der sich für den Scheiß jetzt hier interessiert, kennt ein stinknormales Einstellrädchen mit Zähnen dran. Diese Zähne haben jetzt bei dieser Hop-Up-Unit dazu geführt, dass die hier hängen geblieben sind. Und dadurch hat sich das Hop-Up jedes Mal wieder verstellt. Einmal Schlitten nach hinten ziehen, Hop-Up verstellt. Und da wir an der Knarre jetzt nichts verändern wollten, haben wir jetzt einfach die Zähne runtergeschliffen. Das ist nicht unbedingt so die geilste Methode, aber funktioniert. Also, welches Kit ist besser? Also sagen wir es mal so. Beide Kits, Sets, wie auch immer man das nennen möchte, verhelfen auf jeden Fall zu einer vernünftigen Hop-Up-Leistung. Sagen wir, zu einer Hop-Up-Leistung. Okay? Ja, oder nicht? Überhaupt zu einer. Ja, vernünftig würde ich jetzt in dem Fall vielleicht auch weglassen. Ich sag's mal so, ich habe jetzt in meiner High Kappa
zum Beispiel oder auch in der 1911. Da habe ich jetzt einfach nur ein Maple Leaf Gummi drin, eine Garda Unit oder Maple Leaf Gummi mit einer Maple Leaf Unit. Die beiden Pistolen performen definitiv um Längen besser als diese beiden. Also ich würde fast behaupten, dass es sich zumindest bei diesen Pistolen, weiß nicht, ob es da an der Kompatibilität liegt oder woran auch immer, auf jeden Fall würde ich behaupten, dass bei diesen Pistolen reicht, sich eine Maple Leaf Unit mit Maple Leaf Gummi. Ich glaube, das reicht hin. Einfach nur, dass du die Hop-Up-Wirkung hast. Weil ich sag's auch gleich, die originale Hop-Up-Unit hier, die reicht auf jeden Fall nicht hin, um eine Maple Leaf Gummi vernünftig zu drücken. Auch der Original-Verstellweg, das ist halt echt nur ein halbes Rädchen hier. Was ist das? Wer baut sowas? Das ist so schwachsinnig. Guck mal, das Komplettset hier bei der macht ein Rechtsdrei permanent und hoppt total unterschiedlich. Die Jasse geht in den Himmel. Ich denke mal, dass man kriegt's besser hin. Mit ein bisschen Feinschliff und so weiter. Aber man kann nicht einfach behaupten, hier die Dinger kauft man, setzt es zusammen und steckt es rein und dann schießt das. Das klappt nicht. Vielleicht eine kurze Erläuterung. Das war jetzt nicht einfach reinbauen und klappen. Also zwischen den Takes war jetzt, keine Ahnung, bestimmt eine Stunde. Eine halbe Stunde haben wir getüftelt, damit die Striker überhaupt läuft. Die hier lief schon. Also das Striker-Set würde ich, glaube ich, für dieses Modell nicht empfehlen. Vielleicht eher bei WE und KJ Works lassen oder so. Kraft. Die Kraft hat sich nicht verändert, also ist permanent bei 0,8 Joule geblieben. Fazit ernüchternd, ist, oder wie? Ist ernüchternd, ja. So sehr wir uns auch darauf gefreut haben, so schlecht ist das Ergebnis. Ansonsten war's das. Bis zum nächsten Mal. Money.